Vierzimmer, Berlin, Neukölln, 150 Quadratmeter Nutzfläche. Fangen wir gleich im ersten Zimmer an. Erdgeschoss. Behindertengerecht. Mit Stuck an der Decke. Gegenüber gleich das zweite Zimmer, das sind vier Zimmer, das zum Hof hin, auch wieder mit Stuck, und dann kommen wir zum dritten Zimmer. Großer Dielenbereich, kleine Terrasse. Dritte Zimmer ist ein bisschen kleiner. Aber Südseite, leider haben wir das im Herbst nicht, dass wir das sehen. Hier auch kleiner Stuck, aber nicht ganz so üppig wie in den anderen Zimmern. Aber auch natürlich immer noch. Gegenüber ist das Wand- und Duschbad, da kommen wir aber zum Schluss zu. Jetzt haben wir hier einen großen Garderobenbereich. Jetzt kommen wir zum Zimmer 4. Großes Zimmer mit Zugang zum separaten Keller. Wurde man als Kinderparadies benutzt. Das ist der Zugang zum Keller. 30 Quadratmeter groß, beheizt, Licht drin, sehen Sie, riesengroß. Jetzt haben wir hinten noch eine kleine Diele. Das ist das Gäste-WC da hinten dran. Und jetzt die riesige Wohnküche, da ist der Essbereich, da ist Spüle und Herd, Herd ist bestellt. Da haben wir jetzt die kleine Außenterrasse, ca. 8 Quadratmeter. Da haben wir nochmal den Essbereich und Spüle und Herd. Hier wieder der Garderobenbereich, der große. Ganze Wohnung mit Laminat ausgestattet. Jetzt ein Wannbad und Duschbad, alles separat. Toilettenbereich separat. Handwaschbecken separat. Riesiger Wannbadbereich und Duschbereich. Und dann sind wir schon wieder im Treppenhaus. Schönen Tag euch.